Von jung bis alt. Alle demonstrieren gegen Stuttgart 21. Säuglinge ketten sich an Bahngleise. Hundertjährige können nur mit Wasserwerfern abgehalten werden, auf Bäume zu klettern. Und die Polizei drischt auf alles ein, was keine Uniform trägt. Können wir noch mal kurz die Bilder sehen, Regie, aus Stuttgart? Nee, das ist das falsche Band. Also da prügelt die Polizei im Iran auf ihre Bürger ein. Regie, können wir nicht noch mal die richtigen Bilder aus Stuttgart haben? Bitte. Na gut. Also die Szenen sind sich aber auch zum Verwechseln ähnlich. Kein Wunder, dass Mahmoud Ahmadinejad, der frei gewählte iranische Präsident, von der Polizei im Ländle total begeistert ist. Er hat jetzt sogar eine Delegation nach Stuttgart geschickt. Und wer durfte die begleiten? Na, ich. Alice Anka hat einen Film darüber gemacht. Ich bin heute in Stuttgart unterwegs. Mit drei Vertretern des iranischen Regimes. Die Iraner sind hier, um zu lernen. Nämlich die neuesten Techniken, wie man Protestaktionen gewaltsam beendet und Demonstranten brutal niederknüppelt. So wie es die Polizei hier im Stuttgarter Schlossgarten getan hat. Mal sehen, ob sich meine drei Freunde vom iranischen Regime von den Polizisten ein paar gute Prügeltipps holen können. Guten Tag. Das ist eine Delegation aus dem Iran. Ja. Können Sie denen vielleicht mal erklären, wie Sie an diesem besagten Donnerstag gegen die Demonstranten vorgegangen sind? Nein, können wir nicht, weil wir nicht da waren. Sie waren nicht da? Nein, wir waren nicht da. Und haben Sie eine Botschaft an die drei Herren aus dem Iran, die etwas lernen wollen? Was können die denn lernen? Ich war selber schon im Iran und da habe ich einiges gelernt, wie es bei uns in Deutschland nicht laufen sollte. Von daher, die Botschaft habe ich an die Herren. Dankeschön. Hä? Verstehe ich nicht. Ihre Kollegen prügeln doch auch mal ganz gerne auf Demonstranten ein. Schade, dass die keine Tipps geben wollen. Dann fragen wir eben die Demonstranten. Also ich war persönlich vorne drin und habe gemerkt, einfach, sie fing an mit direkter Gewalt gegen die Personen, die über den Boden geschleift worden sind. Also ich persönlich wurde hinter der Linie von mehreren Polizisten zusammengeschlagen. Es wurde Reizgas eingesetzt, als wir uns vor den Wasserwerfern schützen wollten, die akut zur Atemnot geführt haben. Und es wurde Pfefferspray in die ersten Reihen direkt in die Augen gesprüht aus kurzer Entfernung. Und am Schluss, als diese Arbeiten schon fertig waren, wurde mit dem Wasserwerfen immer noch in die Bäume gezielt, wo Menschen gesessen sind und die dadurch akut gefährdet. Mit Wasserwerfern akut gefährdet. Jetzt wollen meine iranischen Freunde nur noch lernen, wie man einen Demonstranten so zurichtet wie den Herrn hier in der Mitte. Fragen wir doch mal seinen Begleiter. Wie sehr ging das dann wirklich zur Sache? Was ist genau passiert? Naja, zur Sache ging es in dem Sinne, dass wir haben gedacht, wir machen eine friedliche Demo und stellen uns da mal vor einen Wasserwerfer, der da eh recht unplatziert war oder unplatziert schien. Und wir stellen uns davor und die Polizei rennt dann gleich mit Sturmmaske und Helm auf einen los, packt einen, schmeißt einen hin. Und wir haben die Hände zum Himmel und schreien, wir sind friedlich, was seid ihr? Und die fragen, können Sie das nochmal sagen, wiederholen Sie das? Dann sage ich ihnen, wir sind friedlich, was seid ihr? Als ich auf dem Boden liege und dann nimmt er seinen Schlagstock und fängt an, auf mich einzuhauen. Die Iraner sind so beeindruckt von der Schlagkraft der Sicherheitskräfte in Stuttgart, dass sie deren obersten Chef ein Geschenk überreichen wollen. Für Ministerpräsident Stefan Mappus gibt es den goldenen Polizeiknüppel. Guten Tag, Herr Mappus, ich möchte Ihnen einen Gast vorstellen. Und Sie ihm kurz mal die Hand geben, er kommt extra aus dem Iran und hat etwas ganz Besonderes für Sie. Das ist nämlich die alte iranische Sitte, einen ganz tollen Preis zu überreichen, wenn man so gut wie Sie mit den Demonstranten umgeht. Hier ist der goldene Polizeiknüppel. Freuen Sie sich. Machen Sie sich nicht ein bisschen lächerlich. Wer sind Sie denn eigentlich? Ich bin. Wer sind Sie denn? Ich bin Abgesandter der Delegation. Ich betreue die hier. Viel Spaß. Kann er denn bei Ihnen mal ein Praktikum machen, vielleicht? Herr Mappus. Das ist aber ein bisschen beleidigend für die Iraner. Macht nix, Herr Mappus. Auch ohne das Praktikum haben meine iranischen Freunde viel gelernt. Den goldenen Polizeiknüppel haben sie sich redlich verdient.